Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Zwar behaupten die Befürworter, in so großer Höhe sei die Lebensdauer des Gases zu kurz für ein Absinken auf die Erdoberfläche. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Umschichtungen in der Atmosphäre könnten für eine böse Überraschung sorgen. Nun müssen wir eine andere Richtung nehmen, eine Richtung, um eine ungewöhnliche Welt zu erforschen, die uns jetzt umgibt und dennoch vielen von uns unbewusst bleibt. Die Atmosphäre dieses Planeten ist verändert worden, und jetzt lernen Sie einen der Hauptgründe dieser Veränderung kennen. Das Flugzeug oben im Bild hinterlässt einen ganz normalen Kondensstreifen, und er verschwindet ganz rasch, wie von jeglicher Art von Wasserdampf zu erwarten ist. Aber darunter sehen Sie einen Flugzeugausstoß, der bestehen bleibt, dick, durchgehend und anhaltend ist. Letztendlich muss man zu dem Schluss kommen, dass er nicht hauptsächlich aus Wasserdampf besteht. Die atmosphärischen Bedingungen dieser beiden Streifen sind einander nicht besonders unähnlich und dennoch ist das Ergebnis ganz verschieden voneinander. Logisch gesehen kann das nur passieren, wenn die Streifen selbst vollständig verschieden voneinander sind, und in der Tat, das ist der Fall. Die Mehrzahl dieser Bilder, die Sie jetzt sehen, wurden in der Hochwüste von New Mexico aufgenommen. Hier ist es sehr trocken mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Tatsächlich ist sie eine klassische Gegend für die Bildung von normalen Kondensstreifen. Kondensstreifen bilden sich leicht und gern unter Bedingungen von niedriger Luftfeuchtigkeit, und in der Vergangenheit war das Verschwinden eines kurzlebigen Kondensstreifens im hohen, klaren Wüstenhimmel ein harmloses und häufig gesehenes Ereignis. Kalte und trockene Bedingungen, genau diejenigen, die normalerweise in der oberen Atmosphäre vorkommen, sind extrem günstig für die Bildung von Kondensstreifen. In der oberen Atmosphäre ist die Luftfeuchtigkeit verhältnismäßig niedrig. Das ist einer der Gründe, warum die meisten Wolken sich in der Mitte der Troposphäre bilden, dem unteren Teil unserer Atmosphäre, auf einer Höhe bis zu ungefähr 7 Meilen. Im Laufe dieser Untersuchung unserer Atmosphäre ist es jetzt notwendig, 4 Arten von Ereignissen und Phänomenen zu betrachten. Zusätzlich zur gewöhnlichen Existenz von Wolken und Kondensstreifen müssen wir jetzt etwas Neues in Betracht ziehen: das Aerosol. Ein Aerosol besteht aus festen Teilchen, die sich in Suspension befinden, entweder in einer Flüssigkeit oder in einem Gas. In diesem Fall betrachten wir unsere Atmosphäre als Gas. Die Aerosole werden hauptsächlich in 2 Formen auftreten: als Aerosole, ausgestoßen von einem Flugzeug, und als eine Anhäufung oder Ansammlung von Aerosolen in der Atmosphäre. Ein geeigneter Ausdruck für diese Ansammlung ist eine Aerosolbank. Man weiß jetzt, dass die anhaltenden Streifen, die der Inhalt dieses Filmes sind, hauptsächlich fester Natur und Ursprungs sind, und dass sie nicht überwiegend Wasserdampf sind. Eine kurze Erklärung der Wolkenbildung hilft uns zu verstehen, warum das so ist. Wolken, das heißt normale Wolken, bedürfen 2 fundamentaler Bedingungen, um sich zu bilden: Teilchen und Feuchtigkeit. Wolken bilden sich nicht besonders gerne in sehr reiner Luft. Sie brauchen Teilchen, sogenannte Kondenskerne, an denen der Wasserdampf haften kann. Damit der Prozess wirksam wird, müssen diese Kerne sehr klein sein. Ihre Größe ist kleiner als 1 Mikron. Zum Vergleich, ein menschliches Haar misst 60 bis 100 Mikronen im Durchmesser und eine Asbestfaser 1 paar Mikronen. Die andere grundlegende Bedingung für die Bildung von normalen Wolken ist ein Mindestniveau von Luftfeuchtigkeit. Zahlreiche Quellen belegen ein Niveau von ungefähr 70% relativer Luftfeuchtigkeit.
Sie merken, dass schon die Erfordernisse für die Bildung von Wolken und die für die Bildung von Kondensstreifen vollständig voneinander verschieden sind. Das ist so, weil sie vollständig verschiedene Phänomene sind, die auf vollständig verschiedenen physikalischen Prinzipien basieren. Kondensstreifen können und sollten sich leicht bilden in sauberer, trockener und kalter Luft. Normale Wolken dagegen brauchen ein höheres Luftfeuchtigkeitsniveau und eine Basis aus Teilchen oder Aerosolen, aus denen sie sich entwickeln können. Die radikale Verwandlung unseres Himmels als unmittelbares Ergebnis der Aktivität von Flugzeugen zwingt uns jetzt, uns einer vollständig neuen Reihe von Bedingungen zu widmen. Die Flugzeuge verstreuen jetzt wiederholt Materialien in der oberen Atmosphäre auf einer Flughöhe von ungefähr 11 bis 12.000 Meter. Statt zu verdampfen, dehnt sich dieses Material aus und verwandelt sich gewöhnlich in einen hässlichen Dunst, der in den letzten Jahren die generelle Sichtweite merklich verringert hat. Eine der bemerkenswerten Tatsachen ist, dass dies nun bei sehr niedriger relativer Luftfeuchtigkeit geschieht, meistens bei 30-40% anstelle von 70% oder mehr, wie es mit der Wolkenbildung übereinstimmen würde. Und so wissen wir jetzt, dass es sich nicht um Wolken im konventionellen Sinn handelt. Sie sind in der Tat eine einmalige und künstliche Schöpfung, die in der atmosphärischen und geophysischen Wissenschaft nun neue Schwellen überschreitet. Es gibt nur einen einzigen Weg, der so eine grundlegende Verwandlung herbeiführen kann, und das ist das Einführen enormer Mengen eines sehr kleinen, wasserliebenden, metallischen Salzes auf Flughöhe in der Atmosphäre. Diese Verwandlung kann nicht mittels Dampf allein erreicht werden, und die Emissionen, die wir hier untersuchen, sind in der Tat nicht Wasserdampf. Sie sind fest und sind jetzt ein Bestandteil der Luft, die Sie atmen. Diese wichtigen Schlussfolgerungen, die hier aufgedeckt werden, sind der Kern der Aerosol-Operation. Diese Veränderungen der Atmosphäre, der Luft, die wir atmen, hat eine fundamentale Auswirkung auf das Leben dieses Planeten. Und die Aerosol-Operation hat sehr viele potenzielle Anwendungen, die die Heiligkeit dieses Lebens vermindern. Diese Operationen werden durchgeführt. Sie werden durchgeführt ohne Ihre Beteiligung oder Ihre Zustimmung. Sie beeinflussen Ihr Leben, das Leben Ihrer Lieben und Ihrer Freunde und das wahre Leben des Planeten selbst. Versuchen Sie sich an die Farbe Blau zu erinnern, denn einst war es Ihnen möglich, sie zu sehen. Der blaue Himmel ist Ihr Geburtsrecht und eine Quelle der Freude und er bleibt im wahren Herzen unserer Existenz. Es gibt sachliche Gründe für die blaue Farbe des Himmels, die sicherlich erspürt werden können in der Sauberkeit und Klarheit der Luft, die Sie atmen. Aber bitte verlieren Sie nicht das Wunder des Himmels selbst. Die Magie und Gefühle, die Sie einst mit der Erde in all ihrer Herrlichkeit geteilt haben, die sind mehr als Fakten, Gründe und Beobachtungen. Sie sind Erfahrungen und Erinnerungen des Lebens selbst.
Sie können die Farbe Blau nicht länger sehen, wenigstens nicht auf diese Weise, die viele von uns kennen und in Erinnerung haben. Ihr Horizont hat sich größtenteils in Weiß verwandelt, und es gibt einen guten Grund, warum dies so ist. Diese feinen, festen Materialien oder Aerosole sind Ihnen nun im Weg, und Sie werden nie mehr klar sehen. Die Quelle und der Ursprung dieser Aerosole ist nun mehr als klar, und die Flugzeugoperationen haben nun ihr Zeichen über dieses Land gesetzt. Es ist ein Zeichen, mit dem Sie nun leben müssen, und das Sie nun einatmen müssen, und dessen Konsequenzen Sie nun